Alles klar, Freunde, und wir sind zurück. Ich habe nämlich ganz kurz zuvor offscreen den Geist verstärkt. Ach so, guck mal, man kann Geist auch hier stärken. Bei Geister stärken, ich gehe immer raus, nämlich dafür bei und dann unter Deck. Man kann es auch direkt hier stärken, verstehe. Genau, jedenfalls könnten wir das mit den Items verstärken, hier mit den Snacks. Und manche Geister, bestimmte Geister werden dann auf Level 90 quasi dann eine Verwandlung vollziehen. Jedenfalls habe ich jetzt unseren Boy hier verstärkt. Wo ist der? Den hier, unseren Springman. Schaut mal, Springman ist 3 Sterne Geist an der Stelle. Unser Slimer war 2 Sterne. Der kam auf Level 99 auf 7076 Power. Der kommt auf 8579. Dementsprechend, ja, werde ich jetzt ihn ausrüsten quasi. Der hat auch 3 Slots und so funktioniert das Ganze. Okay, cool, da wurden wir auch schlauer jetzt auf jeden Fall. Genau, und zwar will ich ausrüsten. Ja, wie gesagt, Slimer kommt weg. Und zwar Springman rüsten wir aus. Und das, ja, das kann so bleiben. Alles gut. Okay. Dann haben wir, ja, Inkling, wir sind mit dem Inkling unterwegs. Jetzt stellt mir aber die Frage, wo gehen wir weiter? Wo gehen wir weiter? Da oben ist noch jemand, da oben auch. Ah, komm, ich warte. Oh, da, was ist das, ein Dojo oder was ist da? Lol, was ist das hier in der Mitte? Das ist ein, ist es ein Einall? Pokémon. Warte mal, wo, okay, lass uns mal nach, sollen wir nach oben? Ja, ich hab Bock nach oben zu gehen, kommt. Alright. Oh, lol. Ich weiß, ich glaube nicht, dass ich. Wenn ich, also, wenn ich nicht gegen alle Geister kämpfen muss, dann. Dojo? Dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, immer. Was ist ein Dojo? In Geister-Dojos können deine Primärgeister neue was? Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du dich spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Ach so. Ah, okay. Ein Geist, zum Beispiel, wenn ein Geist dafür sorgt, dass unser Angriff steigt, dann kann ich das Team verlernen und dafür irgendwas anderes setzen oder so. Lässt ein Geist sein Dojo-Stil restlos vergessen bei erneutem Training wird. Okay, verstehe. Da kann man seine Geister anpassen. Das ist auf jeden Fall bestimmt wichtig so fürs Late Game, sag ich mal, oder an sich, wenn man die Geist mit Geistern in PvP spielt oder so. Sorry. Aber da das für die Story wahrscheinlich nicht wichtig ist. Ah, da ist einer. Wie kommen wir aber zu ihm? Das ist die Frage. Ich glaube, ich. Ah, da ist auch ein Schalter. Ja, wir gehen hier rechts lang gleich. Gleich. Lass uns aber trotzdem mal hier diesen Biss besiegen. Und dann gucken wir, was abgeht. Da ist nämlich noch eine Röhre. Warp-Röhre. Eskalation. Wo ist der? Hä? Keiner weiß. Mr. Game & Watch! Wie klein, wie klein! Corrin. Corrin ist auch ein geiler Charakter. Olle. Ah, es war klar. Oh, Meister Dreck, was macht der? Bombe. Ist eine Bombe! Ja, wie sagst du, ich habe halt keinen Geist, was so eine Bombe wäre, glaube ich mal. Charakter, der eine Bombe drauf hat, habe ich auch nicht, glaube ich. Ja, whatever. Naja. Kommen wir hier lang? Ja, ich will erstmal hier rechts die Lage abchecken. Mario Tennis Aces. 8800. Wahrscheinlich ein guter Geist, Mario. Also kämpf mal gegen ihn, let's go. Olle, USA Mario. Ich hasse die, Alter. Die übertreiben richtig. USSA! Oh oh. Oh, die dappen mich ja hier, Tag Team. Oh, die dappen mich ja mal total im Tag Team. Aber langsam jetzt. Ah, guck, das muss. Oh, die Kombos mit Inkling sind, glaube ich, die kann man auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall gute Sachen auspacken. Nee. Nein, 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 nein. Fortsetzen auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Todessense, Rosé Sense. GG. Genau das. Das sind halt die Dreams, ne? Bereit?
Ja, es muss schneller gehen. Es muss auf jeden Fall schneller gehen. Ja, siehst du, seine A-Angriffe sind echt nice von dem Team. Hier könnte mich aber nicht bewegen, man ist einfach da unten. Aber ich kann, können die mich da angreifen, wenn ich die Zinte auffülle? Weil wenn nicht, dann könnte ich in der Phase eigentlich einfach meine Zinte auffüllen. Oh, okay, das lief schon besser. Okay, die treffen mich. Das ist ja zu OP auch. Oh nein, 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 ich verliere jetzt nicht wegen den Dingern da, Alter. Bitte nicht. Nein, hoch damit, hoch damit! Wow. Richtig verschwendet. Nein, 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 nein. Oh, heute ist doch knapp. Raus mit dir, Madam. Oh. Mario, sein Geist sollte auf jeden Fall gut sein, schätze ich, denke ich. Naja. Amiibo! Stimmt, Amiibo kann man auch nutzen. Ich habe ein paar Amiibo sogar. Naja. Oh, wie geil. Okay, wo wollten wir jetzt lang? Stopp, stopp, stopp. Ah, wir wollten hier rechts ran. Ja, ja, okay. Sid. Der von Splatoon ist ein Charakter. Bin bereit. Mini, 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 mini. Lol, der ist ganz. Wie lang? Oh mein Gott, die Vorbereitung von Bisaflo mit dem Finisher von Zlatan Ibrahimovic, unser Fallrückzieher-Tor. Brilliant! Einfach nur brilliant. Das sah richtig geil. Das sah gerade geil. So. Oh, oh, oh. Dr. Mario. Komm her, Junge, Dr. Mario. Ich bin bereit, ja. Oh, oh. Okay, man muss da trotzdem noch ein Sidestep machen. Das muss man echt gut timen. Perfekt. Oh, der hat's gedodged. Das ist geil. Guck mal, die A-Kombo. The Healings. Blind Shot. Oh, ich dachte, ich hätte das Item geworfen. Raus mit dir! Zack, raus aber schnell! Dr. Mario! Swaggy Mario! Na, 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 na. Cool, cool, cool! Geil, geil, geil! Geil, 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 geil! Was geht ab? Oh, da ist noch ein Kämpfer! Oh, Tingle! Wie hübsch Tingle aussieht! 9000? Ja, jetzt guck mal, mit unserem Geist können wir jetzt auf jeden Fall was anfangen. 9900 haben wir nämlich. Da können wir jetzt auf jeden Fall mithalten, sag ich mal. Das ist cool, das ist cool. Dr. Mario! Bewohner! Oh mein Gott, Bewohner, du brauchst ein bisschen Schlaf. Hast du viel gezockt oder was? Warst du zu lange auf der Kluft unterwegs? Von der Kluft oder whatever. Oder zu viel Smash gezockt. Boah. Young Link! Junge, wisst ihr, brutal Young Link ist. Young Link. Einer der brutalsten Smash-Charaktere. Aber nicht brutaler als Young Inkling.
Sag ich doch. Olle. Was ist mit euch? Warum nicht so schnell? Miau. Boom! Lol. Wie lange kann das eigentlich aufladen, sag mal? Hey, sag mal. Warum bin ich so schnell? Ah! Hä? Das Spiel raged. Bewohner, komm mal her. Hä? Ich bekomme Schaden im Wasser. Was geht? Ich raff nichts gerade. Komm mal her, junger Mann! Ich bin zu schnell für mich selbst. Was geht? Ich check nichts mehr durch. Keine Tinte. Hä? Ah, werde ich schwächer, je weniger Tinte ich hab. Und wir wohnen jetzt. Was ist mit dem? Hä? Was für eine Stage? Ich check die Sage nicht. Ich verwirrt mich gerade. Die Sage hat mich übertrieben verwirrt. Rutschparty, hast du irgendwie. Oh mein Gott, das war gerade richtig. War gerade richtig komisch, um echt zu sein. Irgendwie haben wir das trotzdem geschaukelt. Young Link! Weniger Katapultpotenzial, okay. Katakuri. So. Panta Caruso. Nice, okay, guck mal. Nach und nach finden wir. Charaktere, das ist cool. Okay, ja. Wow, Wolf! Playtime is over. Wolf ist auch cool. Boah, der ist richtig cool. Der ist richtig cool. Oh, die Stage, wie geil! Oh mein Gott, damals! Die aussah und jetzt, wie geil die das gemacht haben. Hä? In der Luft runter B. Hä? Achso, ich Idiot hab runter B noch nie benutzt beim Inkling. Das ist ja ganz gerade gewundert. Runter B war diese Granate. Granate! Geil wäre, wenn ich auch. Nein. Geil, wenn ich auch, wenn ich meine Tinte aufladen könnte, bevor sie überhaupt komplett leer ist. Vielleicht kann man das. Ich hab's irgendwie noch nicht hinbekommen. Krass. Krass. Nina! Palutena! Er ist schon bereit. Oh, Ganon ist auch am Start, das ist aber die falsche. Ja. Du bist eigentlich hinter Zelda, ja. Unter B ist das hier. Naja, wenn dir. Ich frag mich auch, ob die Tinte irgendwas bei dem Gegner macht. Ob sie langsamer werden, irgendwie beeinflusst werden, wisst ihr, was ich meine? Alter, ich hab Hunger. Oh, lol. Oh, ich habe auch mein Auge eingesetzt. Achso, der hatte die Ulti, nicht ich. Wie?
Diese Palutena, die hielt's ja die ganze Zeit zu Hause. Was ist mit dir? Das ist ein falscher Film. Ja, was jetzt? Ohne Gannon. Mädle, du sollst kämpfen. Was? Hey, bitte hör auf mit sowas. Ich flehe dich an. Zieh Leine. Oh, Nina. Oh, Nina. Nina, Nina. Oder wie auch immer du heißt, Mädle. Nina, Nina. Jetzt bin ich gespannt. Und was sagt ihr, wen können wir hier befreien? Au! Fox! Dun, 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 dun. Geil. Fox ist ein sehr cooler Spieler. Sehr cooler Spieler. Ich glaube, Pros können mit Fox wirklich immense Sachen anstellen. Aber ich bin nicht so der Fan von Fox. Ich finde da Falco cool an. Falco und Wolf. Nicht so vom Moveset oder so, sondern einfach so vom Charakter, sag ich mal. Corneria hieß die Sage, genau. Ich wollte nichts Falsches sagen vorhin. War doch tatsächlich Corneria. Jetzt einmal betätigen, bitte. Es soll jetzt aber wegen der Barriere gewesen sein. Richtig, tatsächlich. Nur noch die blaue fehlt. Bin überhaupt gespannt, was da oben abgeht, ne? Vielleicht kommen wir da wahrscheinlich zum Endgegner. Cool. Oh, okay, jetzt kann ich da auch runter. Sehr schön. Das ist eine andere Sache. Wo gehen wir jetzt hin? Rechts haben wir noch gar nichts uns angesehen. Ah, da ist noch ein. Da ist noch ein. Den holen wir uns noch. Okay. Hier lang, ne? Ja. Okay. Nick. Nick. Nick! Ich bin bereit. Oh, lol, was? Der kommt direkt mit einer Helfer-Trophäe oder was? Der startet mit einer Helfer-Trophäe tatsächlich. Was da schon? Nicht mal ein Schaden zugefügt. Was jetzt hier? Ne? Was jetzt hier, Loser? Was jetzt, ne? Was jetzt hier, Loser? Komm her, dein Fortnite-Punch bringt jetzt auch nichts mehr. Ein Pinselpunch kriegst du, Alter. Raus mit dir. Der war zu frech, du. Der war zu frech, das sage ich dir. Oh, Ryu. Das Geile an Ryu ist ja, wenn ihr ihn so spielt. Oh. Okay, interessant. Das war ja unten links auch so, aber wir kamen da nicht durch. Wenn ihr Ryu so spielt wie auf Street Fighter, ja, mit den Kombos, Steuerkreuz-Kombos, dann macht er mehr Schaden in Smash. So war das, glaube ich. Mehr oder weniger. Dann macht sein Angriff mehr Schaden. Wolyashi! Let's go. Yashi! Plan! Plüschte Yashi-Skin. Katapultiergefahr. So, das Ding eskaliert. So. Yoshi! Oh. Was? Ah, Biene natürlich fortsetzen. Laserknarre, die Schreischätzläufer sind. Biene, danke schon. Ja. Genau das. Bereit?
Oh, ich hätte die da eigentlich. War ich mir sicher. Ah, ich wollte Donkey Kong nehmen. Ich glaube, hier ist Donkey Kong besser, glaube ich, gegen die. I guess so. Oh. Okay, die wollen es halt echt wissen. Nein! Ich hätte die fast. Komm, lass mal mit Donkey Kong rein. Ich glaube, Donkey Kong, der schaltet die kurze Seite, du. Das sag ich dir. Wähle deinen Kämpfer. Donkey Kong. Oh, ich wollte Swaggy Kong nehmen. Hallo? Naja. Bereit? Los! Niederlage fortsetzen! Was? Yashay! Bang! Let's go. Bereit? Ich spreng schon. Was? Was? Nein! Als ob! Was? Diese Yoshis. Yoshi ist so ein verschickter Charakter, ohne Spaß. Okay, seine Bewegungen musst du erstmal durchchecken. So. Guck mal. Als ob ich das nicht getroffen habe. Kein Sinn. Oh Mann, diese Yoshis. Da wäre ich ja verrückt, du. Da wäre ich ja verrückt. Das sage ich dir. Komm, ich will gleich erst rein. Was eskalieren die so?
setzen. Donkey Dreck. Donkey Dreck. Donkey Dreck. Donkey Dreck, Freunde. Bereit? Ey, ich werd verrückt, ich werd verrückt. Die ganzen Yoshis, ey. Ja, ja, ja. Ja, alles klar. Niederlage fortsetzen. Ja, ja, mhm, genau das. Ja, 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 genau das. Ich hab einen kranken Konter für dich, vertraut mir. Pac-Man! Vertraut mir. Das Konter für Design, das wird ein Konter sein. Werde gleich sehen, warum. Werde gleich sehen, warum, ey. Diese kleinen Penner. Diese Yoshi, oh mein Gott, so wie ein Albtraum. Schaut jetzt. Oh wow. Gönnt euch. Hydranten. Gönnt euch einen Hydranten. Aua. BD. Nice Konter, gell? Bester Konter. Ich schieb an dir. Ah, ja. Ja, seid ihr auch verschickt, der von Pac-Man. Kommt ihr auch nicht auf ihn klar. Komm auch nicht auf ihn klar, Mates. Halt die Klappe, bitte. Das kann's doch nicht sein, bitte, Mann. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch grad nicht sein. Diese Yoshi, oh mein Gott. Bereit? Los! Die Junge, gönn dir erstmal eine Teufelsfrucht, Alter. Warte, die Kombos. Du hast deine Schüssel verloren. Ich check grad selbst nicht durch. Wo bin ich? Okay, war doch Konterpick, ey. Ohne Schwarz Pac-Man, keiner kennt den. Oh, das Drecks-Yoshi, oh mein Gott, hat mir gerade den letzten Nerv geraubt, du, das sag ich dir. Oh mein Gott, hoffentlich hat es das gelohnt. Ich weiß gar nicht, warum wir gegen den gekämpft haben. Wegen seinem Geist, okay. Ah, okay, wir schauen. Ah, das war's. Achso, ne, wir können da weiter.
Oh, eigentlich wollten wir ja noch Charakter befreien, ey, ohne Spaß. Lass das einfach mal ganz schnell noch machen. Dieser Yoshi, Alter. Aber warte, wir nehmen wieder. Andere Kämpfe. Oh mein Gott, wir nehmen Swaggy Kong, ey. Was war das gerade mit Yoshi? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft. Gewonnen! Dojo-Training abbrechen, bitte. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Die noch weg und dann können wir noch einen Charakter befreien, Freunde. Und nachdem wir Charakter befreit haben, machen wir Schluss für diesen Part. Yoshi hat uns echt den letzten Nerf gerappt. Oh, geile Stage. Warum ist sie so klein? Ronaldo! Oh. Oh mein Gott. Die haben wir weggefickt. Die haben wir zerstört. Und wer ist es? Yoshi, du kleine Ratte. Oh nein, wenn das jetzt auch so lange dauert, dann heul ich nachts. Dann heul ich nachts. Raus mit dir. Freunde! Yoshi hat uns seinen letzten Nerv geraubt, aber wir haben auch Yoshi an der Stelle befreit. Dementsprechend würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ab hier machen wir dann im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Und genau, bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be